Ja, sorry für den kleinen Schnitt, aber wir hatten mal wieder das Problem, dass der Akku leer ging von dem Mikro. Ja, der Typ, mit dem ich jetzt geredet habe, hat uns was von einem Pite erzählt, wie er ihn genannt hat. Pite. Ein sehr dreister Typ, der irgendwas Böses gemacht hat. Und dieser Typ ist der, also der hier sitzt, ist der Bruder von der, wie hieß sie gleich? Luca Thiel. Luca Thiel, die wir in dem letzten Part getroffen haben, die uns beim Endboss-Kampf unterstützt hat. Ich weiß allerdings nicht, ob die auch Luca Thiel ausgesprochen wird. Sie hat es gesagt, aber ich habe es wieder vergessen, wie sie es genannt hat. Luca Thiel oder so. Ja, irgendwie sowas. Kann ich es nicht genau sagen. So, das hätten wir. Dann gehen wir jetzt mal weiter, würde ich sagen. Ja, damit wir irgendwann mal mit dem Part fertig werden, ne? Ja, das wäre gar nicht so schlecht. Ich komme ja schon. Wo sich Massen an Gegner. Ja, ich kann mich dran erinnern. Den habe ich nicht mehr gesehen. Ja, ne? Gut, dass du mich hast hinter dir. Ja. Sag. Wieso macht man das? Also, ich meine, wir beide. Boah, wir müssen dringend in Aldis Festung. In Aldis Festung? Oh. Willst du nicht lieber nach einem Lidl suchen? Nein, Aldia oder so gibt's eine Festung. Da kommen wir später hin. Ah. Kleiner Spoiler. Aber es weiß ja noch keiner, was da genau ist. Auf jeden Fall ist dort ein Händler drin. Der gibt mir eine ganz tolle Waffe. Mein Degen. Werden wir vielleicht alles noch sehen. Ja, natürlich sehen wir das alles noch. Der verkauft uns einen Degen, der je nach Magiewerten stärker ist. Ah. Also je stärker deine Magie, desto stärker der Degen. Genau. Und das sind die perfekten Waffen für mich. Das stimmt wohl. Weil ich ja halt Waffe, so wie es im Moment wieder aussieht, auf Magier-Skill. Achso, hab ich noch gar nicht erwähnt. Kommen jetzt hier gerade keine Gegner an. Ich habe hier meine Pyromantie-Flamme angelegt. Allerdings, wenn ich sie benutzen will, macht er nur das hier. Ja, weil du noch keine, du hast keine Zauber. Genau. Deswegen muss ich ein bisschen skillen. Also er hat zwar eine Pyromantie, aber halt, er ist dumm. Dumm wie Brot. Ja, in Sachen Dingens. Zauberei. Ja, und hier haben wir Finstergeist. Das ist ein NPC, der uns angreift. Ja, lass die mal da näher wieder herkommen. Ja. Warum hat sie immer auf mich abgesehen, die blöde Kuh? Naja, Frauen bekämpfen am liebsten Frauen. Zickenkrieg und so, weißt du? Die Waffe, die die hat, ist übrigens eine Endboss-Waffe. Oh. Damn. Mit Endboss-Waffe meine ich eine Waffe, die man sich aus einer Boss-Seele schmieden kann später. Ah. Okay, und ich habe ein Menschenbild bekommen. Ja. Das ist nicht schön. Total schön. Wunderschön. Hier haben wir wieder das gleiche Thema. Ja. Vorsicht, übernimm du die Skelette. Ich nehme die magische Bitch da hinten. Mach das. Au, wenn das Skelett mich jetzt nicht umbringt. Kaputt. So. Hast du die magische Bitch? Oh, nee. Ach, ich komme zu nix. Wegen dem Skelett. Das Skelett ist tot. Jetzt aber. Jetzt ist sie tot. Jetzt haben wir die magische Bitch. Das ist gut. So, hier darfst du einmal langlaufen. Hier, den kleinen. Ja, und dann darfst du hierher. Und dann Verbrennung und eine Tittenscherbe. Mal wieder. Und dann einmal hierher. Ja, bin schon unterwegs. Ebel. Oh, ein Flammenschmetterling. Was braucht man denn den? Den kannst du benutzen für eine Fackel anzuzünden, ohne eine Fackel. Ah. Ohne Feuer meinst du? Ja. So, dann kannst du nämlich hier diese Höhle komplett erleuchten. Müssen wir das denn? Nee, es ist eigentlich dumm, aber es ist halt gar nicht so schlecht, wenn man hier nochmal vorbeikommen muss. Dann weiß man wenigstens, wo das Loch ist. Wo bist denn du jetzt hin? Ja, ich bin durch das Lauf wieder zurück. Warum? Wo müssen wir denn hier nochmal hin? Du läufst gerade sonst wieder zurück an den Anfang. Ach so. So, wir haben uns nur eine Abkürzung aufgemacht. Genau, das ist nur eine Abkürzung. Okay. Das ist falls wie verrecken beim Endboss, müssen wir nicht mehr so weit laufen. So, dann wechsle ich jetzt einmal meine Waffe. Aber wir werden nicht verrecken. So.
Ich bin soweit. Okay, ja, ich hab ja ganz viel. Ich hab ja Wunder, ich hab alles andere. Und vor uns stehen die Gerippefürsten. Ja, dann erstmal wieder den rechten hier. Ja, das sind nämlich zwei Nahkämpfer und ein Magier. Und wir machen erst die Nahkämpfer platt. Autsch. Und die haben auch nicht so viel, wie man sieht. Ja, aber dafür hinterlassen sie was Schönes, Nettes. Ja, was wir vielleicht sehen, weil der erste Gerippefürst ist nämlich schon tot. Das heißt, wir müssen erstmal weglaufen. Ja, ich benutze jetzt extra die explosive Wucht, weil die ein bisschen mehr auf Fläche ausgelegt ist. Ja, ganz schön wuchtig. Aua. Ja, und hier sieht man schon, was sie beschwören, nämlich Gegner. Genau. Ich glaube, ich habe es in irgendeinem Part gesagt, ich weiß nicht, ob es in einem deiner Parts war oder in einem meiner Parts. Ich habe einmal erwähnt, dass ich es hasse, wenn Endgegner immer noch kleinere Versionen von sich selber oder Gehilfen dabei haben. Oh, ich hasse sowas. Das ist furchtbar. Und jeder macht es. Ich meine, das sind schon drei Bosse, auf die du achten musst. Ja. Kommt ja auch noch dazu. So, der zweite Boss ist aber auch schon tot. Wow. Und dann kommen schon die nächsten. Du kannst da hinten bleiben. Wir haben den gleichen angesehen. Aua. Also es macht überhaupt nichts. Ich schieße da so in die Allgemeinheit rein. Ja, ich glaube, ich nehme mal lieber hier. Ja, nimm du mal einen Trank. Aua. Irgendwas zum Heilen. Ich komme nicht dazu. So, jetzt kommst du dazu. Okay, jetzt ist der Magier dran. In diesen Sack. Der Magier und ich, wir hatten gerade den gleichen Gedanken. So, der Magier ist auch Geschichte, aber es wäre ja nicht Dark Souls, wenn ich jetzt noch was kommen würde. Ja, und durch den Magier werden die Stärksten dieser Kreaturen freigeschaltet. Oh, die komischen Räder. Ja, wenn die einen erwischen, bist du so gut wie tot. Aber es wird nicht passieren. Ja, hoffe ich. Ich will immer versuchen anzusetzen. Guck mal, wir haben es doch geschafft. Ja, deswegen benutze ich gerne diese finstere Kugel, weil die blockt den Gegner so kurz ab. Ja, das ist doch schön. Und vielen Dank für deine Hilfe. Nichts zu danken, immer gern. Und übrigens... Jaha! Okay, ich fliege dann nochmal zum Abschied von dir. Nein, du bist schon weg. Ja, ich hab keine Lust mehr. So, ja, ich muss jetzt aber noch bis zum nächsten Leuchtfeuer laufen. Das... Muss ich da wieder raus? Ja, da kommst du her. Wo geht's denn lang? Ich such dir mal den Weg. Ach man, das ist gemein. Du bist doch mein Lösungsbuch. Ja, aber du kannst dir ruhig auch mal den Weg suchen. Aber ich habe dir eben nicht zugeguckt, weil ich zu beschäftigt war. Ja, du läufst gerade komplett falsch. Ja, deswegen. Du läufst immer noch falsch. Ja, lass mich doch. Dann sag mir... Ach, da hinten. Das ist ja nicht mal schwer. Ich weiß. Hab ich auch nicht gesagt. Aus diesem Grund will ich dir nicht immer alles sagen. Ja, aber es macht mir das Spiel einfacher. Ja, aber trotzdem... Hier ist ein Hebel. Darf ich dann ziehen? Nee, dann stirbst du. Ja, natürlich darfst du von ziehen. Ja, ey, dann stirbst du. Das weiß man bei Dark Souls nicht. Das kann sehr gut möglich sein. Oh. Gehst vielleicht noch ein bisschen langsamer. Du hast doch Zeit. Nee, guck mal, wie lang der Part schon wieder ist. Ja und? Ist halt mal ein längerer Part. Wir haben ja nur lange Parts. Und? Leute, beschwert ihr euch nur, weil es mal ein längerer Part ist? Ich glaube nicht, oder? Die durchschnittliche Zeit, wo du einen Zuschauer bei einem YouTube-Video so flashen musst, dass er weiterguckt, trägt 10 Sekunden am Anfang. Oder 5 sogar, glaube ich. Sonst schalten sie wieder weg. Und wir sind im Erntetal. Und hier sitzt eine Frau, wo ich bei dir schon gesagt habe, die sieht relativ sogar normal aus für diese Welt. Und mit der reden wir mal. Are you a traveler? I'm Cloanne, an ore stone trader. I travel about collecting rare stones, which I sell to make my living. I never planned to visit this godsforsaken place. But I don't know. I just sort of ended up here. I must have just wandered in. But now that I'm here, I've been scouting around for rare bits. Oh, don't look at me like that. Many of these stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing.
Oh, now your ears prick up. I've extras if you can pay. This is my trade, after all. Könnte ich jetzt meine ganzen Punkte aber wieder nicht für Level benutzen. Das kann man bei dir irgendwas Interessantes kaufen? Ja, kleine Scherben. Asketenleuchtfeuer? Kleine Titanic, Scherben. Titanic Scherben, die meinst du, ne? Die würde ich alle kaufen. Die brauchst du auf jeden Fall. Okay, gut. Dann kaufen wir sie. So. Die habe ich gekauft, das hat eben noch so. Seelenfrieden und erneuter Tod. Aha. Ist beides nichts für dich. Dann sprechen wir nochmal mit ihr. Ich glaube, ich muss noch mit dir sprechen. Ja, noch ein paar Mal. Okay. I came here in search of rare stones, but the place is nothing like I was told. All this poison, and you can't get very far inside. Don't just go haplessly wandering about. These stones may look all the same, but to the trained eye, each is unique. Some of them are used to smith weapons and armor, and some unique stones provide special benefits. Some of them are extremely rare and should be used with great thrift. None of the differences are easily spotted, but I've learned quite a lot, really. Drang Lake. How is it that I ended up here? It's funny. I can't seem to remember. I've searched every nook and cranny here. I suppose it's time to move on. Perhaps we'll meet again, if we live that long. Ja, und jetzt ratet mal, wo sie hinzieht. I suppose it's about time I moved shop. Nach Majula. Na, nicht da lang. Wo war denn der? Runter. Ja, runter. Da runter. Nein, da runter. Jetzt links. Ah, ja. Ja, hier ist das Leuchtfeuer, wo man durch Gift laufen muss. Auch fies. Kann man sich da nicht irgendwie vor schützen? Gibt bestimmt irgendwelche Items, oder? Ja, es gibt Items, wo die Giftresistenz erhöhen oder so. Ja. Aber vielmehr auch nicht. Ist ja auch egal, man hat ja direkt das Leuchtfeuer. Genau. Ja, dann haben wir das entzündet. Dann würde ich sagen, machen wir für diesen extrem langen Part auch jetzt mal einen Cut. Und im nächsten Teil sehen wir uns dann wieder. Und dann sehen wir noch, was uns hier für Abenteuer erwarten. Genau. Also bis dann. Tschüss.